Guten Tag, wir befinden uns hier in Halle 8 der Automechaniker in Frankfurt und ich freue mich ganz besonders, Ihnen im Folgenden unseren Stand hier vorstellen zu dürfen. Neben unserem Stand und Messeauftritt hier in Halle 8 finden Sie uns auch in Halle 3, wo wir mit einem zweiten Stand präsent sind. Ja, hinter uns befindet sich unsere diesjährige Messeattraktion, die Mannfelder Wirbelbox. Die haben wir extra für Sie hier mit nach Frankfurt gebracht. Und es gilt letztendlich darum, innerhalb von 30 Sekunden 7 Flyer zu sammeln. Da drin herrschen orkanartige Bedingungen, auch wenn hier in Frankfurt diese Woche wunderschön der Himmel scheint. Ja, aber natürlich haben wir nicht nur eine geile Aktion hier am Start, sondern auch sensationelle Produkte. Und deswegen möchte ich jetzt auch überleiten zu unserem Produktexperten für den Bereich Innenraumfiltern aus Himmelkronen, Jens Bastoppe. Jens, jetzt sag mal ganz ehrlich, Freshness Plus, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Freshness Plus, die Oberlinie im Bereich Innenraumfilter. Jetzt habt ihr hier jetzt so eine sensationelle Produktbroschüre vorbereitet rund um das Thema Freshness Plus. Ich habe da jetzt vorher mal reingeschaut und da sehe ich ja jetzt auch die einzelnen Unterschiede zu dem bisherigen Filter. Aber vielleicht kannst du uns einfach noch mal sagen, was sind denn so die wesentlichen Merkmale? Wo liegt der Unterschied? Also im Vergleich zum CUK ist natürlich der Freshness Plus ein Upgrade. Der schützt zusätzlich noch zu fast 100% vor freigesetzten Allergenen. Er schützt vor Schimmel und Bakterien im Fahrzeuginnenraum. Auch die werden durch den Innenraumfilter zurückgehalten und er filtert auch noch Feinstaub. Okay, und gibt es da jetzt irgendwelche Themen, wo die Werkstatt oder der Autofahrer noch wissen muss? Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Wechselintervall. Das Wechselintervall für Mannfilter, Innenraumfilter, auch für den neuen Freshness Plus, einmal jährlich oder alle 15.000 Kilometer. Das heißt, wie gehabt eigentlich auch beim normalen Innenraumfilter oder auch beim Innenraumfilter mit Aktivkohle in die Werkstatt gehen und den Filter wechseln, korrekt? Genau, für den Endkunden ändert sich gar nichts, außer dass er einen hochwertigeren, noch hochwertigeren Filter hat wie den CUK. Gibt es bei der Verpackung irgendetwas, was man beachten muss? Sie ähnelt natürlich dem Mannfilter CU und CUK. Zusätzlich dazu haben wir noch die Frau abgebildet, die das Wohlbefinden im Fahrzeuginneren für die Fahrzeuginsassen darstellt und nochmal den Schriftzug Freshness Plus, dass sich der Name auch beim Endkunden einprägt und dazu noch die Eigenschaften, was der Filter alles kann. Pollenfiltration, Feinstaubfiltration, Adsorption von Schimmel und von Dieselruß. Und das, was wir gesagt haben, steht auch auf der Rückseite nochmal auf Deutsch und Englisch schön erklärt. Super, dann danke ich dir. Also es war, glaube ich, sehr informativ. Und jetzt zum Schluss gebe auch ich nochmal richtig Gas, setze meine Schutzbrille auf und zeige euch mal live unsere Aktion hier am Stand. Kommt einfach mal mit. Und jetzt geht's los, die Wirbelbox. Orkangeschwindigkeiten hier in Frankfurt. Ja, das war jetzt jede Menge geballte Action hier am Stand von Mannfilter in Halle 8, Stand Nummer E08. Und ich würde mich freuen, wenn auch Sie hier vorbeikommen bei uns, sich mal richtig durchwirbeln lassen, sich ein bisschen über unser neues Produkt Freshness Plus informieren. Und dann sind wir hier mit Rat und Tat für Sie da.